glaube, ihr alle stimmt mir zu, dass dieses Lager für meine Survival-Welt überhaupt nicht klar geht. Genau das werde ich heute aber ändern und mir die wahrscheinlich coolste Base in ganz Minecraft bauen. Jo Leute, nachdem wir hier letztes Mal die komplette Folge im End verbracht haben, um diesen riesigen Ozean bzw. Aquarium zu bauen, wird es jetzt mal wieder Zeit für ein kleines Projekt an der Overworld. Nämlich, ihr kennt mein Problem, Leute. Ich bin mittlerweile schon fast 400 Tage in dieser Welt und das hier ist meine Base. Ich weiß, ist ziemlich peinlich, aber genau das wollen wir heute ändern. Nämlich plane ich, eine neue Base hier in diese Gegend zu bauen, die ein riesiger Creeper sein wird, ungefähr so groß wie der Basti GHG, wahrscheinlich noch größer. Und ja, da möchte ich dann meinen ganzen Stuff und so drin haben und wir werden uns am Ende der Folge hoffentlich von diesem schrecklichen Lager verabschieden können. Davor aber ganz klassisch, Leute, muss ich natürlich einmal meine kompletten Schalkerboxen aufräumen. So, Leute, ich gönne mir auch nochmal ein paar weitere Firework Rockets. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal damit an, dass ich ein paar Materialien ranhole. Mein Plan ist es übrigens, den Creeper so aus natürlichen Blöcken wie Stein, Erde und Cobblestone zu bauen, dass er sich so ein bisschen in die Landschaft mit einfügt. Deswegen, ja, werden wir dementsprechend natürlich auch solche Materialien benötigen. All das bekommen wir natürlich aus einer Höhle, die wir hoffentlich, jawohl, hiermit gefunden haben. Und ja, hier werden jetzt einmal mit der Silktouch-Spitzhacke fleißig ein paar Blöcke gefarmt. Okay, ich habe jetzt eigentlich ganz gut was gefarmt, aber mir ist gerade eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar, vielleicht hätte ich erst einmal in den Kisten nachgucken sollen, ob ich hier noch Blöcke drin habe. Weil, ja, hier ist zum Beispiel Deep Slate, das brauche ich gar nicht farmen. Hier ist lauter Stein, das hätte ich auch nicht farmen müssen. Und hier ist noch Diorit, Andesit, der ganze Kram. Okay, die ganzen Grundmaterialien hätten wir damit auf jeden Fall schon mal. Als nächstes würde ich gerne noch so Sachen wie Kohleerz, Golderz, Eisenerz farmen, was man dann so ein bisschen in den Creeper einbauen könnte. Dann hätte der noch so ein paar weitere Akzente. Allerdings, ich sehe gerade, meine Spitzhacke neigt sich langsam dem Ende zu. Die geht bald kaputt. Deswegen würde ich die ganz gerne nochmal am End bei der Enderman XP Farm reparieren gehen. Zack, da wären wir auch schon. Let's go, Leute. Alles ist wieder voll. Und jetzt werden wir hier in der Höhle fleißig ein paar Erze farmen gehen. Immer her damit. Oh, und hier ist sogar ein Tier. Den werden wir bestimmt auch unterbauen können. Nach einer kürzeren Farm-Session ist das der Loot, den wir zusammen haben. Ja, natürlich hauptsächlich Kohle, Eisen und Kupfer gefunden und hiervon eher weniger. Aber das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt können wir eigentlich ja schon nach einem guten Spot für die Base suchen. Ich glaube, das hier ist eigentlich ein ganz cooler Ort. Ist so leicht erhöht, aber nicht zu hoch. Relativ flach. Und falls wir in Zukunft noch irgendwas hier drumherum bauen wollen, haben wir dafür auch auf jeden Fall genug Platz. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir mal an mit ein bisschen Terraforming. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Füßen an. Das Ganze wird so sein, dass ein Pixel vom normalen Creeper ein 2x2 Feld bei unserem wird. Ich mache dafür die Füße einmal fertig, dann sehen wir ungefähr die Größenordnung. So, so breit wird der Kollege sein. Bob, Bob. Ich würde sagen, ich mache die Dinger jetzt einmal fertig von ihm. Und dann sieht man, glaube ich, nochmal ein bisschen besser, wie groß das am Ende sein wird. Und während im Hintergrund die Timelapse läuft, lasst doch gerne mal ein Abo auf diesem Kanal da. 80% meiner Zuschauer haben nämlich nicht abonniert und ich finde, das müssen wir dringend ändern. Also Leute, die beiden Füße sind fertig, sind zwei ordentliche Stampfer. Ich hätte jetzt ganz gerne, dass da noch ein bisschen Gras drauf wächst, deswegen gönne ich mir einmal hiervon ein paar. Sehr, sehr nice, das mit der Spitzhacke abzubauen. So, und dann ersetzen wir hier die Mitte einfach einmal damit. Bob, Bob, Bob. Jawohl, und hier drüben sieht es eigentlich schon richtig gut aus. Können hier ja auch mal reingehen. Bis jetzt ist hier natürlich noch alles hohl. Ich dachte mir, dass der Hauptteil der Base am Ende in den Kopf reinkommt, also nach ganz oben. Und was wir hier unten machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht Enchanter und so ein Kram passt hier, glaube ich, ganz gut rein. Damit wir hier nicht von Monstern überrascht werden, leuchten wir nochmal ein bisschen aus. Ich fange hier auch schon mal ganz leicht den mittleren Part an, damit wir ungefähr schon mal sehen werden, wie diese Form so sein wird. Dann können wir hier schon mal ganz entspannt von Fuß zu Fuß spazieren. Und als nächstes würde ich sagen, fangen wir schon mal an, die ersten Erze zu platzieren. Da hauen wir hier zum Beispiel einfach mal so ein Kohleerz rein. Hier drüben ein bisschen Eisen. Jawohl, Leute, das sieht doch richtig nice aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Irgendwo werden wir auch ein Lapis-Lazuli-Ohr und ein Redstone-Ohr platzieren können. Ich würde sagen, das machen wir schön weit unten. In der normalen Höhle ist das ja schließlich auch relativ weit unten. Genau, und weiter oben sind dann Sachen wie Eisen und Kupfer, die halt nicht so selten sind. Dann können
können wir das so, glaube ich, ganz gut aufteilen mit den Erzen. Oh, und wer ist denn der Kollege da hinten? Ja, was geht? Wollt ihr mir einen Besuch abstatten? Wart ihr nur zu zweit oder wo ist der Rest hin, hä? Irgendwo hier höre ich noch so einen Kollegen. Ja, moin, da ist er. Also, ich habe euch nicht eingeladen. Okay, mein Ziel ist es ja, dass dieser Creeper so natürlich wie möglich aussieht. Und da wir hier eine relativ große Grasfläche haben, würde ich sagen, packen wir hier vielleicht einfach so einen Baum drauf, machen hier ein bisschen Gras hin. Auf die andere Seite vielleicht auch noch einen Teich, dass es einfach richtig schick dekoriert hier ist. Jawohl, dafür brauche ich natürlich erstmal ein Sapling. Tut mir leid, Baum, du musst einmal gefällt werden. Oh, das ging schnell. Da sind schon die ersten zwei. Oh, sehr nice. Kürbis haben wir hier auch direkt stehen. Und dann vielleicht einfach hier einen Baum hin. Wir haben sogar ein paar Knochen dabei. Bitte kein großer Baum, nur ein kleiner. Ja, der geht klar. Ein Knochenmehl habe ich noch übrig. Ja, Vegetation müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausbreiten. Oha, Leute, und ich bin hier gerade so in eine kleine Höhle reingegangen und hier ist einfach ein Mineshaft mit einem Spawner. Und da hinten, jawohl, da müsste noch irgendwo einer sein. Mit anderen Worten, wir haben direkt unter unserer Base zwei Spinnenspawner, woraus man bestimmt was Cooles machen kann. Jawohl, das sieht hier oben doch jetzt schon deutlich besser aus. Und mir fällt gerade auf, ich habe beim zweiten Fuß ganz vergessen, die Erze zu platzieren. Das mache ich auch noch einmal schnell. Okay, wir gehen nochmal für einen zweiten Baum. Jawohl, der hat auch eine gute Größe. Und dann hätte ich hier gerne einen kleinen See. Das sollte schon völlig ausreichen. Schaffen wir es, in der Luft Wasser zu holen? Oh mein Gott, clean. Jawohl, Leute, das Ganze nimmt Form an. Wir haben jetzt dazu noch ein bisschen Zuckerrohr und einen kleinen Wasserfall. Sieht sehr, sehr schick hier oben aus. Und als nächstes würde ich sagen, können wir uns auch schon um den Körper oder um den Hals von dem Creeper kümmern. Ist auch völlig unwichtig. Ich würde sagen, ich setze mich da einmal ran und ihr gönnt euch eine kleine Timelapse. So langsam erkennt man, glaube ich, schon, dass das Ganze hier ein Creeper werden soll. Bevor ich mich jetzt aber an den Kopf setze, hatte ich euch in der letzten Folge noch eine Kleinigkeit versprochen. Und zwar hatte ich gesagt, wenn das letzte Video 2000 Likes schafft, werde ich eine MLG von 1000 Blöcken machen. Das Ganze war für euch natürlich kein Problem, deswegen würde ich sagen, ich setze mir hier einmal meinen Spawn Point und dann fliege ich mit der Elytra einmal auf Höhe 1000 hoch. Ja, 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 eine sehr schöne Methode, seine Firework Rockets zu verschwenden. Und 900. 1000, Leute, let's go. Ich werde hier meine Elytra ausziehen. Ah ja, ja, jetzt werden wir einmal komplett runterfallen. Die Wolken sind in Sichtweite, da ist der Boden. Und let's go. Easy peasy, absoluter MLG-Meister. So viel auf jeden Fall zu dieser kleinen Challenge. Solltet ihr es übrigens schaffen, dass dieses Video wieder die 2000 Likes knackt, werde ich in der nächsten Folge von dieser Serie 100 TNT an einem bestimmten Ort hochsprengen. Ja, falls ihr das sehen wollt, unbedingt mal ein Like da lassen. Und jetzt machen wir wieder weiter mit dem Creeper hier. Als nächstes steht, wie gesagt, der Kopf für den Kollege an. Und ich würde ganz gerne einmal ausprobieren. Ich habe ein Ei. Kriegen wir daraus ein Huhn? Nope. Auf jeden Fall, Leute, das Gesicht eines Creepers ist ja so ein bisschen schwarz. Und ich hatte als Idee, dass ich das aus Kohleblöcken baue. Allerdings glaube ich, dass ich keine Kohle hier habe. Nee, sieht schlecht aus. Okay, dann werden wir die natürlich erst einmal farmen gehen müssen. Ich weiß, dass da irgendwo eine Höhle ist. Aber da habe ich in der letzten Folge schon irgendwie 15 Stacks Kohle gefarmt. Da wird nicht mehr wirklich viel drin sein. Deswegen würde ich sagen, suche ich mir hier mal eine. Jawohl, hier sieht es doch gut aus. Einmal die richtige Spitzhacke ausrüsten und Abfahrt. Okay, wir haben 50 Kohleblöcke und ich glaube auf jeden Fall, dass das ausreichen wird. Jawohl, Materialien zum Bauen habe ich jetzt auch wieder ein paar. Und dann würde ich sagen, nutzen wir den Kollegen da hinten, um uns einmal wieder zurück zum Creeper zu teleportieren. Zack, Leute, ich weiß, sehr cooler Übergang. Der Plan ist auf jeden Fall, dass das Gesicht auf diese Seite vom Kopf kommt. Dann guckt er in die Richtung, weil von da werden wir immer angeflogen kommen. Und ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, ich baue das Ganze einmal. Obendrauf wollen wir jetzt natürlich wieder richtiges Gras haben. Einfach hier in jede Ecke ein bisschen rein. Und zack. Die Form des Creepers ist auf jeden Fall schon mal fertig. Ich bin aber ganz ehrlich, das Gesicht finde ich noch nicht ganz so geil. Dieses Graue, was momentan durch Deep Slate dargestellt ist, müsste ein bisschen dunkler sein. Mal gucken, was sich da machen lässt. Wenn wir vielleicht den normalen Deep Slate hier mit diesen Deep Slate Tiles ersetzen. Die sind nämlich auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Das werde ich direkt einmal ausprobieren. Oh nein, Leute. Ich hatte noch diesen Omen-Effekt und habe jetzt hier mit den Villager-Kollegen einen Raid getriggert. Eieiei, da bin ich ja überhaupt nicht drauf vorbereitet. Es scheint so, als ob ich erst einmal meine Villager verteidigen muss, bevor ich mich weiter um den Creeper kümmere. Da ist auch schon der erste. Ey, was nervt ihr mich denn hier? Geht mal wieder dahin zurück, von wo ihr gekommen seid. In den Wald oder sowas, keine Ahnung.
Die zweite Welle haben wir schon down. Die dritte finde ich aber irgendwie gerade nicht. Hallo, seid ihr hier irgendwo? Ey, wenn die sich wenigstens zeigen würden, anstatt sich so zu verstecken. Hä? Da oben auf dem Baum. Perfekt, Leute. Der Raid ist geschafft und jetzt kriegen wir hoffentlich ein paar nette Angebote. Mehr oder weniger. Kürbiskuchen kostet natürlich immer noch ein Emerald. Egal, den nehmen wir wie immer. Leute, aber aus der Ferne, das sieht schon richtig geil aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, der Kollege. Ich werde es jetzt nochmal mit diesen anderen Deep Slate Blöcken hier probieren und dann zeige ich euch gleich am Ende, wofür ich mich entschieden habe. Ey, was ist das denn da für ein Scam? Der Enderman hat sich einfach einen Block gegönnt aus der Wand. Kollege, das geht ja mal überhaupt nicht klar. Frech, wirklich, bin ehrlich. Jawohl, ich würde sagen, dieser Grauton gefällt mir auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Gesicht von dem Kollegen. Ja, und bis jetzt haben wir hier vom Prinzip einfach nur einen riesigen Creeper aus Stein und Erde stehen. Und da müssen wir jetzt auch noch eine richtige Base draus machen. Ey Leute, und hier hat doch schon wieder einen Enderman einen Erdblock geklaut. Absolut frech. Geht überhaupt nicht klar. Dafür würde ich jetzt aber erstmal eine gute Menge Holz benötigen. Da wir zum Glück direkt daneben einen Wald stehen haben, sollte das kein Problem sein. Oh, wer ist hier denn gespawnt? Beziehungsweise, wo ist der Kollege überhaupt? Ist er schon unsichtbar? Ich glaube, ja. Brauche ich alles ehrlich gesagt nicht wirklich, aber diese Leine hätte ich ganz gerne. Oh nein, er ist despawned. Egal, jetzt können wir die Leine nehmen. Und natürlich für jeden Baum, den wir abbauen, pflanzen wir auch einen wieder an. Umweltschutz und sowas, Leute, ist sehr wichtig. Oakholz hätten wir ein bisschen was. Als nächstes steht Spruce auf meiner Liste. Dafür fliegen wir hier einmal zu meinem Lieblingsbiom, dem hohen Fichtenwald. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, Digga, was für Lieblingsbiom, aber irgendwie diese hohen Bäume, dass hier einfach Hunde sind, diese Bärenbüsche, in denen man Schaden bekommt. Irgendwie, ich finde alles geil hier. Ja, schreibt mal euer Lieblingsbiom in die Kommentare. Hehe. So, haben wir wieder Besuch von ein paar Endermännern bekommen? Nee, sieht gut aus. Aber der Kollege versteckt sich hier drin. Okay, Leute, wie möchte ich das Ganze machen? Also, als allererstes würde ich sagen, hauen wir hier erstmal einen richtigen Holzboden rein. Erde und Stein ist nämlich nicht wirklich das Wahre. Deswegen, das steht auf jeden Fall als erstes auf dem Plan. Dann dachte ich mir, machen wir den Eingang zu dieser Base hier links an den Creeper-Kopf ran. Ungefähr so, einfach so ein kleines Loch in dem Schädel hier. Und da wir hier so viel Platz haben, kommt natürlich auch noch eine zweite Etage dazu. Einmal so, ja, auf die Höhe passt ganz gut. Bob, Bob, Bob. Hat perfekt ausgereicht mit den Slabs. Als nächstes auf jeden Fall noch eine richtige Wand hier rein. Ich möchte nicht die ganze Zeit auf Erde und Stein gucken. Huch. Ei, ei, Leute. Ich habe ganz vergessen, dass es hier unter ja mega tief runtergeht. Ihr habt mich so erschrocken, ey. Oh mein Gott. Was ist hier denn los? Eieiei. Okay, ich sollte hier auf jeden Fall ganz dringend ausleuchten. Wachgerüttelt wurde ich jetzt auf jeden Fall. Eieiei. So, Leute, das Ganze sieht schon deutlich besser aus als gerade eben noch. Hier unten Wände und die ungefähre Einrichtung ist schon mal fertig. Hier oben ist mir leider das Holz ausgegangen. Ich habe nur noch 3 Spruce Logs. Auf jeden Fall. Ich dachte mir dann, dass wir in diese Ecke hier die ganzen Kisten reinballern werden. Ungefähr so. Da werde ich natürlich auch noch deutlich mehr Holz für brauchen. Deswegen ja, ich glaube, es hilft alles nichts. Ich muss noch einmal farmen gehen. Let's go, Leute. Ich liebe unseren Creeper einfach. Ich dachte mir, vielleicht kann man hier an diesem Eingang noch so ein bisschen TNT platzieren. Ne, ihr checkt schon so, Creeper, TNT passt gut zusammen und dann würde das so ein bisschen so aussehen, als wenn das aufgesprengt wurde. Das wäre, glaube ich, echt richtig cool. Aber jetzt mache ich hier erstmal die ungefähre Inneneinrichtung fertig. Das hat Vorrang. Dafür einmal Bob, Bob, Bob. Zack, haben wir 31 Kisten. Jawohl, die Ecke steht jetzt auf jeden Fall schon mal. Dann würde ich sagen, kommt hier so etwas wie Werkbank und Öfen hin. Und jetzt kümmere ich mich ganz kurz erst einmal hier um den oberen Bereich. Zack, so langsam nimmt das Ganze hier Form an. Damit ich auch schnell weiß, was in den jeweiligen Kisten drin ist, brauchen wir jetzt noch eine Menge Itemframes. Ich habe leider so eine Vermutung, dass ich nicht wirklich viel Leder haben werde. Hier sind schon mal 21, 15, nochmal 3 und das war's. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier einmal ein bisschen Weizen. Und im Idealfall sind jetzt hier direkt in der Nähe 2 Kühe. Also wir haben Schafe, wir haben Schweine, da sind Hühner, aber keine Kuh. Okay, da sind ein paar. Das Problem ist nur, ich bin mega weit weg vom Creeper. Der ist da hinten irgendwo, man sieht ihn nicht mal mehr. Ja gut, das wird dann wohl ein lustiger Trip mit euch. Meine Idee ist übrigens, in den Fuß von dem Creeper so ein kleines Kuhgehege reinzubauen. Dann können wir den Platz auch ganz gut nutzen. Ja, erst einmal müssen wir die Kollegen aber natürlich dahin bekommen.
Let's go, kommt schon, zieht durch, wir sind fast da. Mittlerweile haben sich auch schon 3 Schafe in meinem kleinen Marathon hier angeschlossen. Jawohl, kommt alle rein hier. Und schnell, 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 irgendeine Blöcke nehmen. Nein, 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 nein. 3 Schafe, 3 Kühe sind angekommen. Eine Kuh ist am Ende leider despawned. Da kann man wohl nichts machen. Okay, damit haben wir hier auf jeden Fall eine kleine Kuhfarm. Da ich aber keine Lust habe, darauf zu warten, bis hier, keine Ahnung, 100 von den Dingern sind, würde ich sagen, wir gehen einfach ein bisschen auf Kuhjagd. Alter, hä, wie krass. Hier sind einfach 2 braune Schafe direkt nebeneinander. Ist ja mega selten, oder? Jawohl, jetzt kommt mein absoluter Hasspart an einem Umzug. Nämlich werden wir die ganzen Kisten jetzt natürlich auch noch einsortieren müssen. Ach ja, das wird ein sehr schönes Hin- und Hergefluge. Aber Leute, ich glaube fest dran, am Ende wird es sich gelohnt haben. Leute, wir sind fast komplett fertig. Eine letzte Kiste habe ich da, glaube ich, noch stehen. Jawohl. Die packen wir auch noch einmal ein. Hier aus der Farm kann ich mir vom Prinzip nochmal das Eisen mitnehmen. Oh, Leute, und ich habe noch eine Idee. Ich werde hier das Nether-Portal einmal abbauen gehen. Und dann bauen wir das vielleicht auf einem von den beiden Füßen wieder auf, dass es so aussieht wie ein Rune-Portal vielleicht. Das wäre doch richtig cool. Das werden wir gleich mal angehen, Leute. Erstmal sortiere ich hier noch den restlichen Kram ein. Oh mein Gott, Leute, es ist alles einsortiert. Ey, ich glaube, das hat jetzt fast eine Stunde gedauert oder so. Okay, jetzt noch einmal zu meiner Idee mit dem Rune Portal. Wir nehmen uns hier mal ein bisschen Stein und Obsidian. Und dann hauen wir hier unser neues Nether Portal rein, was so einen leichten Look von einem Rune Portal bekommen sollte. Dann zünden wir das Rune Portal hier einmal an. Ja, Leute, das sieht richtig gut aus, finde ich. Sehr, sehr nice. Dann haben wir das Nether Portal auch auf jeden Fall schon mal in unser Base untergebracht. Jetzt natürlich noch die Frage, wo wir hier überhaupt rauskommen. Okay, also ich war hier anscheinend schon mal. Aber wo genau das jetzt ist, weiß ich gerade auch nicht. Egal, solange ich in meiner Base wieder rauskomme, ist alles gut. Jawohl, klappt alles einwandfrei. Perfekt. Und als nächstes setze ich mich... Oh nein, 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 hier ist ein Creeper drin. Hier sind ganz viele Creeper drin. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. So, jetzt reicht's mir. Ich werde mir direkt einmal die Fackeln nehmen. Hier sind nochmal 2. Oh mein, nein. Die haben sogar da unten ein bisschen was gesprengt. Egal, einfach ausleuchten. Okay, Enchanter, ganz klassisch, einfach in die Ecke. Dann dachte ich mir, legen wir hier nochmal 2 so eine Holzbalken durch. Wofür ich natürlich nicht genug Materialien habe. Bob, 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 bob. So, jetzt aber. Hier hinten vielleicht das Bett hin, so auf gemütlich angelehnt mit einem Bücherregal. Jawohl, und zum Schluss einfach nochmal eine riesige Ofenecke bauen. Damit wären wir eigentlich auch schon fertig. Vielleicht nochmal irgendwie einen Teppich hier hin. So sieht, glaube ich, ganz gut aus. Kleine Sache ist mir nochmal eingefallen. Wir müssen die Decke hier auch noch einmal ein bisschen schicker machen. Jawohl, Leute. Sieht richtig nice aus. Ich liebe es. In die Ecke wollte ich auch noch was reinmachen. Allerdings, ich habe momentan noch keine Ahnung was. Deswegen, ja, bleibt erstmal so. Zum Schluss will ich jetzt den Kopf von dem Creeper nochmal ein bisschen schöner machen. Bis jetzt ist er einfach nur, ja, flach. Auf den Kopf dachte ich auf jeden Fall, werden wir so ein kleines Dorf draufbauen. Beziehungsweise nur 1, 2 Häuser. Ein ganzes Dorf wird da wohl nicht draufpassen. Das ist aber auf jeden Fall die Idee. Davor wird natürlich mal wieder ein bisschen Holz geholt. Cobblestone bräuchte ich auch noch einmal ein wenig. 426 Tage sind mittlerweile in dieser Welt vergangen und ich muss einfach Cobblestone farmen. Hartes Leben, Leute, aber ich habe nichts in meinen Kisten. So, auf jeden Fall. Ich dachte, wir machen hier hinten in die Ecke ein ganz normales Villager-Haus. Zack, das steht auf jeden Fall schon mal. Dann hier neben dachte ich an eine Farm. Bob, 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 bob. Da bräuchte ich nochmal einen zweiten Eimer mit Wasser. Hier dann nochmal so eine Glocke mit einem Baum hin. Okay, der ist jetzt ein bisschen klein. Ich hätte eigentlich gerne einen größeren. Wir machen einfach einen kleinen Trick. Wir setzen hier eine Erde hin und da pflanzen wir den jetzt drauf. Jawohl, der ist groß genug und jetzt ganz unauffällig. Hehe, machen wir da wieder einen Holzblock hin. Und zu guter Letzt dann nochmal 2 von so einen kleinen Marktständen.
Jawohl, so sieht das auf jeden Fall schon mal relativ gut aus. Frage ist jetzt noch, wie sieht das von ein bisschen weiter weg aus? Sehr cool, sehr cool. Gefällt mir auch richtig gut. Ja, und vom Prinzip sind wir jetzt eigentlich auch schon fertig mit der Base. Zwei Sachen hätte ich aber doch nochmal ganz gerne. Und zwar hatte ich ja einmal gesagt, dass ich da an den Eingang ein bisschen TNT platzieren wollte. Und der Körper vom Creeper ist irgendwie noch so ein bisschen leer. Vielleicht können wir da dann irgendwie noch eine kleine Geode, eine Mineshaft oder eine Höhle reinbauen. Ja, als erstes aber, wie gesagt, will ich mich einmal um das TNT kümmern. Dafür werde ich mich einmal hier bei unserer Creeper Farm ein bisschen auf K stellen. 40 Gunpowder, das reicht für 8 TNT. Ja, passt, passt, passt. Dann, wie gesagt, wollte ich noch eine Geode dazu bauen. Dafür holen wir uns ein paar von den Blöcken hier. In dem Sinne, Leute, wir schalten noch ein letztes Mal für dieses Video in den Timeless-Modus und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze am Ende aussieht. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch an, wie geil das aussieht. Am Eingang ist jetzt dieses TNT. Hier haben wir eine Geode stehen. Und auf die andere Seite vom Körper habe ich einen kleinen Mineshaft gebaut. Was ich jetzt hier nochmal machen will, ist hier lauter Spinnweben hinzutun, damit man diese Geode nicht mehr so sieht. Und ja, so sieht ein Mineshaft halt aus. Das sind lauter Spinnweben. Jawohl, und dadurch sieht das Ganze doch nochmal deutlich lebendiger aus. Ich bin auf jeden Fall extrem zufrieden mit dieser Base am Ende, wie sie bis jetzt steht. Könnt ihr gerne einmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und in diesem Sinne war's das auch schon. Jawohl, und falls du nun noch mehr von sowas sehen willst, kannst du dir jetzt das angezeigte Video anschauen, in dem ich das End in einen riesigen Ozean verwandelt habe. Viel Spaß dabei.